Haris Dubica. Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier zu begrüßen. Haris Dubica als Emmer Kulturpreisträger 2015. Seine Verwandten und Freunde, unseren Herrn Gemeindepräsidenten Rolf Born, die Herren Gemeinderäte Josef Schmidl und Thomas Lehmann, die Mitglieder der Emmer Kulturkommission, Herrn Albin Bieri von der kantonalen Kulturförderung Sparte Film, Dino Merlin, ich glaube, ich darf sagen, der berühmteste Musiker aus dem Balkan. Er ist ein sehr enger, guter Freund von Haris Dubica. Dann haben wir bei uns Herrn Jürgen Haas, Professor Animation an der Hochschule Luzern Design und Kunst. Verschiedene Gäste aus Politik und Kultur und Vertreter der Medien. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind und wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß. Musik und Bewegung und damit auch das bewegte Bild sind einander verpflichtet. Fehlt das eine, fügt die Fantasie unweigerlich das andere hinzu. Ursprünglich ganz früh im Tanz, später in der Oper, heutzutage konsequent im Film. Ich hatte das unglaubliche Glück, mit meiner ersten Selbstständigkeit in die goldenen 90er Jahre zu geraten, als mit MTV und Viva die Plattenlabels Geld genug hatten, um mit Risikokapital, mit neuen Bands und andersartigen Bildwelten zu experimentieren. Das war meine Chance und ich hatte sie genutzt. Der Niedergang kam mit der Jahrtausendwende und dem Internet. Die Plattenfirmen verloren ihr Monopol. Der klassische Musiklieb siechte und wurde nur noch von den großen Stars getragen und von Idealisten. Doch jede Krise beinhaltet ihre Chancen. Gingen die Budgets in die Knie, demokratisierten sich im Gegenzug die Produktionsmittel, erweiterte Kanäle der Kommunikation wurden mit dem Internet erschlossen und eine neue Generation erkannte diese Potenziale. Haris Dubica hat seine Chance genutzt, die sich ihm eröffnete. Von einer ganz anderen Welt, einer anderen Fernsehkultur, die des Balkans, der Heimat seiner Eltern und ein Bestandteil seiner Identität. Dort, wo jedes Land ein Dutzend von Fernsehkanälen pflegt, in denen Musikclips selbstverständlicher Bestandteil sind, wo sich eine eigenständige Musikszene als Gegenentwurf zum westlichen Mainstream emanzipierte, ergab sich für ihn die Gelegenheit, Werke zu produzieren, ohne auf Marketingvorgaben Rücksicht nehmen zu müssen. Er handelte entschlossen. Mit den Mitteln, die ihm in diesem Moment zur Verfügung standen, seine unbändige Freude am Erfinden von Geschichten und Bildern sowie Gesinnungsgenossen, die halt gerade da waren, und mit derselben Leidenschaft zu Werke gingen. Haris Dubica ist, so cool er hier vor uns sitzt, ein unruhiger Geist, seine Schaffenslust drängt aus ihm heraus. Er kann nicht anders. Ein kreativer Organismus, der Eindrücke und Gedanken verarbeitet und uns in Form von filmischen Formaten serviert. Die Organe dieses Prozesses sind sein Netzwerk, seine Kollegen und Freunde, die er mit seinem Tatendrang begeistert, an die er glaubt und die ihn zuverlässig unterstützen. Er kennt hier keine Nationalitäten, keine Grenzen. Er nennt sich Weltbürger, der überall zu Hause ist, wo friedfertige Menschen zusammenkommen und an einer gemeinsamen Mission arbeiten. Und dennoch bleibt er seiner Heimatgemeinde verbunden. Aus seiner Familie und aus dem Freundeskreis schöpft er die Kraft und die Sicherheit für seine Arbeit. Längst ist der Videoclip ein selbstverständlicher Bestandteil unserer visuellen Welt geworden, fast schon wie eine Verkehrsampel, die wir mehr oder weniger bewusst wahrnehmen. Hierbei herauszuragen ist eine große Kunst, noch mehr als die Kunst von der Kunst zu leben. Haris Dubica ist dies hervorragend gelungen. Er bringt sein Können nun auch in die Bereiche der Werbung ein, mit einer eigenen Produktionsfirma, die es ihm ermöglicht, in der freien Arbeit unabhängig zu bleiben. Denn er will mehr. Er möchte zurück zu seinen Anfängen, zum Erzählen von Geschichten, Schicksal, Selbsterlebtem. Und er will uns dabei zum Lachen bringen. Er arbeitet an einem Kinofilm. Schon in der Schule hat er die längsten Aufsätze geschrieben. Einer Komödie. So schwer. Doch Er ist nicht der Erste, der dieses Wagnis eingeht. Bekannte und Berühmte vor ihm haben diesen Schritt erfolgreich absolviert. Philipp Stölzl, Michel Gondry, Johnson Blazer, Mike Johnsy, Guy Ritchie. Haris Dubica kann sich hier einreihen. Warum auch nicht? Er bringt all das mit, was man hierfür benötigt, und er hat sein Umfeld, das sich erforderlich erweist für die Umsetzung seiner Ideen, große Ideen. Wir von der Hochschule Luzern Design und Kunst bekommen dieses Umfeld im nächsten Jahr mit der Viscosi eine neue Heimat. Und auch hier ist viel möglich. Der Komplex der Monoswiss, so darf ich jetzt einfach mal träumen, bietet uns die Chance, Künstlern, Gestaltern und Filmemachern für ihren Erfolg eine Heimstatt zu werden, ein Umfeld, das in die Zukunft strahlt und auf das zurückstrahlen wird. Ob es nun wie bei Haris Dubica, der Deutsch- oder Kunstunterricht an der Kante ist, oder ein Existenzgründungszentrum für Absolventinnen und Absolventen, jedes Talent braucht in den Anfängen immer wieder ein geschütztes Biotop, wo es Wertschätzung erfährt und sich so weit entfalten kann, dass es in der rauen Welt bestehen wird. Gerade Standorte abseits der etablierten Kulturzentren bieten hier große Chancen. Es braucht nur einen politischen Willen und ein offenes Auge für dieses Potenzial des Wirtschaftszweiges, der beständig wächst. Haris Dubica hat uns beeindruckend gezeigt, was möglich ist. Wir gratulieren ihm zum Emmer Kulturpreis 2015 und wir wünschen ihm für seine weiteren Projekte alles Gute, den verdienten Erfolg sowie die Portion Glück und den Schutzengel, den es dazu braucht. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir uns eines Tages hier wieder treffen würden. Entweder weil Haris Dubica mindestens den Schweizer Filmpreis gewonnen hat oder weil er vielleicht selbst eine Laudatio halten wird auf eine unserer Studierenden, die aus der Heimstätte Viscosi heraus Herausragendes geleistet haben wird. Oder vielleicht feiern wir dann sogar beides zusammen. Vielen Dank. Moment noch. Ich danke dir sehr herzlich für diese Laudatio an Haris, und weil, wie du gesagt hast, deine Abteilung auch der Hochschule Luzern Design und Kunst in ein paar Wochen schon Richtung Nord ziehen wird, zu uns nach Emmen in die Viscosi-Stadt. Da freue ich mich, dass ich dir hier ein Emmer Geschichtsbuch überreichen darf. Du hast mir gesagt, du möchtest dich mit der Gemeinde und mit der Industriegeschichte auch noch anfreunden und auseinandersetzen. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute Morgen. Es ist geradezu eine glückliche Fügung, dass Dino Merlin heute Abend dieses Konzert in Zürich hat, und wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns sein kann und ein paar persönliche Worte an Haris Dubica richtet. People say I'm talented for many things. I'm good skier, football player, basket player. But my wife says, Dino, don't speak German, never, please. Never. I would like to say welcome, and it's great pleasure to be here with you. With Haris, great honor to be part of his work. Umjetnost je dokaz postojanja Boga. Umjetnost se ne može naučiti u školi. Haris nema nikakve oficijalne akademije za film. Znači, ili jesi ili nisi. Ili si talentovan ili nisi. Žaba ti sve škole, ako nemaš ono osnovno, taj instinkt za umjetnost. Haris to ima. Thank you very much. Hvala vam puno. I will use something sweet, typical Switzerland. We thank you very much and our best wishes for your concert tonight. Thank you. Thank you. Geschätztes Publikum, lieber Haris Dubica, Emmen freut sich, zum 4. Mal den Kulturpreis zu verleihen. Anfangs 2015 hat eben das neue Kulturleitbild, das ich hier in Händen halte, in Kraft gesetzt. Wir freuen uns und wir sind stolz, dass der Emmer Kulturpreis erstmals an die Sparte Film geht. Und dies hier an einem bedeutungsvollen Ort. In gut einem halben Jahr wird in der Viscosi-Stadt, gleich in der Nachbarschaft des Kinomex, die Hochschule Luzern Design und Kunst zuziehen. Herr Professor Haas, der vorher zu Ihnen gesprochen hat, und sein Team werden bei uns in Emmen Studierende auch im Bereich Animation und Film ausbilden. Studierende und Dozierende, Filmemacher und Filmpublikum werden sich treffen und Produktionen aus nah und fern bewundern und genießen, wie wir hier heute. Sprachen und Kulturen werden sich begegnen in Animation und Film. Die Zentralschweiz ist für Filmschaffende ein herausforderndes Umfeld. Zu hoffen ist, dass künftig auch die Innerschweizer Kantone in der Filmförderung noch besser an einem Strick ziehen, damit so für die Filmschaffenden der Zentralschweiz der Zugang auch zu den Bundesgeldern für die Förderung der Filmprojekte geöffnet wird. Emmen mit seinen Industriebauten ist für Filmer ein Magnet. So hat der Industriescharme auch das Tatort-Team nach Emmen gelockt. Und ich bin überzeugt, dass es noch viele weitere Filmteams zu uns in die Viscosi-Stadt locken wird. Mit dem Kulturpreis möchte Emmen Haris Dubica ermuntern, seinen Weg so konsequent, beharrlich und kontinuierlich weiter zu verfolgen wie bisher. Haris ist in Emmen aufgewachsen, ist in Emmen zur Schule gegangen und wohnt nun mit seiner Familie hier in Emmen. Sein Handwerk als Filmregisseur hat er sich selbst beigebracht. Zusammen mit Dino Merlin hat er zu Höhenflügen angesetzt. Einerseits in den Höhen der Schweizer Berge, andererseits in den Höhen deines Filmschaffens. Und auch mit dem Emmer Rapper Effe hat Haris zusammengearbeitet, mit Baschi und mit vielen mehr. Und zweimal nacheinander wurde Haris Dubica geehrt für das Best Swiss Music Video. Herzliche Gratulation. Haris Dubica plant nun, ich glaube, ich darf das diesem erlauchten Publikum hier verraten, er plant nun auch einen Spielfilm zu drehen. Es soll eine Romeo und Julia Emmen-Geschichte werden. Dafür und für deinen ganzen weiteren Weg wünschen wir dir, Haris Dubica, viel Erfolg. Wir werden dich weiter sehr aufmerksam begleiten und ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt hier von der Gemeinde Emmen die Urkunde als Kulturpreisträger und den Scheck überreichen darf. Diese 3000 Franken machen noch keinen Film aus, aber sie sollen einen kleinen Beitrag sein und vor allem sie sollen unsere Ermunterung Ausdruck geben, für dich dran zu bleiben und wir sind stolz auf dich, Haris. Bravo. Das ist die Urkunde von der Gemeinde Emmen und der Kulturkommission. Wir hoffen, dass sie bei dir an einem schönen Ort Platz findet und dich daran erinnert, dass wir dir Daumen drücken. Und das ist der Scheck Kulturpreis 2015, den wir mit Freuden Haris Dubica überreichen. Herzlichen Dank. Haris möchte gern ein paar Worte ans Publikum richten. So. Hui, ich habe eine Rede vorbereitet, die ich jetzt vergessen habe. Zuerst mal freue ich mich, dass ich mal gratis ins Kino darf und dass mir der Film gut ist. Und ja, zuerst mal zuerstens danke Gott, dass er mir geholfen hat und dass er mir vielleicht angeht, dass ich heute da bin. Dann natürlich danke der Gemeinde Emmen, wo mich dazu ausgewählt hat, dass ich der diesjährige Preisträger bin. Und es bedeutet mir sehr viel, weil ich bin geboren, aufgewachsen, habe ich auch selber gespielt. Eine halbe Saison, in der 5. Liga. Und vielleicht schon wüsste ich, 3 Monate im Jahr bin ich am Reisen. Bei vielen Filmen, vielen Serien, aber seit 33 Jahren komme ich immer retour in die Gemeinde Emmen und es ist wunderschön und es gibt keinen anderen Ort, wo ich mich irgendwie wohler fühle, wo ich mich irgendwie mehr daheim fühle und diesbezüglich bedeutet mir der Preis natürlich sehr viel. Also, das ist jetzt kein Spruch. Ich habe im Leben Gott sei Dank sehr viele Preise gewonnen. Dieses Jahr allein 4. Das beste Musikvideo in der Schweiz, das beste Musikvideo in Serbien, Solothurn Filmtag und jetzt natürlich heute der Kulturpreis von der Gemeinde Emmen. Und ich kann schon sagen, dass der Kulturpreis von der Gemeinde Emmen mir jetzt am meisten bedeutet. Weil eben, es war kein Wettbewerb, sondern es war eine Ehre. Und es ist natürlich eine riesige Ehre, wenn eben, die Gemeinde, in der du das ganze Leben lang erlebst, dir die Anerkennung zeigt und dir den Preis gibt. Und diesbezüglich wollte ich mich noch einmal bedanken. Ich bedanke mich natürlich auch an meine ganze Familie, an meine Eltern, die mich unterstützt haben, an meine Frau Narcisa, die natürlich mir auch beisteht, an meine Tochter Lena Sima, die eine riesengroße Inspiration ist, Brüder, an meine Schwester, da ich 250 Franken in der Schweiz habe, sage ich unter anderem. Und natürlich an alle Kollegen. Ich danke auch meinem Assistenten, die Mama Mechmedowitsch, die sehr viel Nerven verloren hat. Mit mir, ich denke, so 3 Jahre. Leben hat er sicher schon verloren wegen mir. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich das gerne mache, dass ich Spass daran habe. Jetzt am 16. Juni 2016 sind es 10 Jahre, seitdem ich mein erstes Musikvideo produziert habe. Und der nächste Traum, das nächste große Ziel ist ein Spielfilm. Ich arbeite seit 2 Jahren am Drehbuch. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in 2, 3 Jahren noch einmal dort treffen und dass man halt meinen Film gibt. Und ich hoffe, dass dann auch noch so viele Leute hören. Und noch mehr, natürlich. Und jetzt noch schnell Positiv für ein paar Leute, die sie verstehen. Bei Menschen, das ist auch in Dragon Ball stimmt, auch bei Zaunen, Taidar, da bin ich tu, da živimo, te svoje mašte selektivnost pa naravno Gemeinde, što me odobrala da primim tu nagradu, pošto to nije bilo neko takmičenje, nego se on odluči da ti zaslužiš tu nagradu i to mi naravno mnogo znači. I pobijedio sam, hvala Bogu, u životu mnogo nagrada, ali nekako mi je ova ipak najdraža, pošto cijeli život živim tu, odrastao sam, jako sam 3 mjeseca svake godine vani, negdje na putu, na snimanju, uvijek se najviše volim je odvratiti. I naravno, hvala mojim roditeljima što smo bili, ka podrška, hvala mojoj ženi Narcisi, maloj Leni, sin čerki, što mi je velika inspiracija, bratu, sestri. I pošto imam mnogo rodbine i hvala svima, da sad ne nabrajam, pošto bi inače bilo još dugo tu. Onda sad prelazim opet na njemački. Und ja, da sag Maxi, was ich natürlich auch sagen muss, einer, wo als erste mein Talent gefördert ist, ist mein ehemaliger Reallehrer Dieter Rutz. Und Dieter, ich möchte auch dir danken, dass ich auch immer gefördert bist, dass du mich immer ermutigt hast, mach doch etwas. Und du hast ein Talent, besonders nach dem 27,5-seitigen Aufsatz, wo wir dann noch dran sind, das Kinderbuch zu veröffentlichen. Leider bin ich jetzt zu faul, um das anzugehen, aber er hat mir einen Kontakt gegeben, einen Verleih und das und dieses. Und das ist die erste Person, die dann gedacht hat, hey, mal, der hat es drauf. Und jetzt, nach so vielen Jahren, stehe ich hier vor euch allen und möchte mich bei allen bedanken. Beim René, der mir sehr viel hilft, bei allen Leuten, die mir irgendwie cool finden, weil ihr wisst, ich euch sehr viel schon in den Clips hatte und diesbezüglich könnt ihr da noch stundenlang danken, aber ich höre jetzt auf. Ich denke, dass ich jetzt alles aufgesagt habe, was ich eigentlich in der Liste hatte. Sonst treffen wir uns sehr schnell wieder. Und dann habe ich mitgemacht. Schätze, vielen herzlichen Dank. Kommt doch zu, herzlichen Dank im Dino Merlin, im Haris Dubica. Schön dort zu stehen. Ich möchte auch im Jürgen Haas herzlich danken für die Laudatio, Ihnen allen, dass Sie da waren. Und ein ganz grosses Dankeschön an Gemeinde Emmen, an Gemeinderat, an Kulturkommission, an Einwohnerrat. Ich bin überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir dranbleiben in der Zusammenarbeit, im Aufbau, in der Netzwerkpflege mit der Hochschule, die jetzt kommt, und in der Förderung und Begleitung, so wie es der Lehrer Dieter Hutz gemacht hat. Und viele, die einem Haris geholfen haben, dass wir talentierte junge Leute gut integrieren und ermuntern, ihren Weg zu gehen und an ihre Ideen zu glauben. Und in diesem Sinn wünschen wir Ihnen ein ganz schönes Wochenende und Sie sind jetzt alle herzlich eingeladen zum Apero und bei den Stegen. Danke. Nur schnell, Viva, was ist das lustige Moment? Poklon za tebe. Hvala ti što me duraš i ti imaš živce za mene, pošto sam kad smo radili spot Rane, mi smo morali, nažalost, dva puta odgoditi snimanje radi nevremena i treći put je došlo, imao živaca, jako mi je i govorio, Haris, ako završi imaš dovoljno kadra, ja sam bio uporan i moramo se zahvaliti što je imao živaca, što je mi dao mogućnost da to onako odradim kako sam to zamišljao i evo ti jedan poklon od mene, samo još da to prevedim na njemački. Möchte manch alle danke, Rosin, Jürgen, der Susan und natürlich im Dino, wo seit 7 Jahren ein guter Freund ist und natürlich jemand, mit dem ich auch sehr gerne arbeite. In dem Clip, den wir von ihm gesehen haben, der Sigrid gezeigt, weil wir 2 Mal den Dreh mussten abbrechen wegen schlechtem Wetter und er hat mir eben gesagt, aber Haris, du hast doch so viele gute Aufnahmen, ich denke, du kannst von dem ein bisschen zusammenschneiden. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich muss es so machen, damit ich es überlebt habe. Und dann hat er natürlich sehr viel auch Zeit aufgeopfert, dass man es so möchte, wie es schlussendlich geworden ist. Und ich möchte natürlich mit dem Geschenk noch bedanken und Hvala ti je tvrd, hvala ti cima, da vidimo tebe. Nije parkovi. So, vielen Dank euch und dann können wir uns abrufen.